Ja, liebe Leute, wenn ihr euch fragt, warum wir uns gerade mitten auf Datomir befinden und nicht mehr so wie in der letzten Folge, das liegt daran, dass ich weitergespielt habe und das Ganze auch aufgenommen habe. Nur leider ist mir nicht aufgefallen, dass die Spielaufnahme dabei nicht aktiviert war. Also ich habe aufgenommen, aber die Szene mit der Spielaufnahme war einfach gerade nicht sichtbar. Und deswegen habe ich die ganze Zeit geredet, man hat mich gesehen, man hat mich gehört, man hat den Gamesound gehört, aber man hat einfach nichts gesehen. Also mittlerweile haben wir schon fast alle Probleme durch. Aber naja, haben wir ein bisschen geskippt, aber es war jetzt auch nicht unbedingt so dramatisch, was wir da geskippt haben. Und ja, wir sind jetzt quasi mitten auf Datomir und sind gerade dabei, ein paar Dydecks wegzumachen, ein paar Na Schwestern der Nacht wegzumachen. Und ja, versuchen uns hier durchzuschlagen. Okay, Bro. Calm the fuck down. Nee, den Shit wollen wir mal ganz schnell. Nee, 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 nee. Ja, genau. Also, sorry dafür, aber ich denke, es ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, es ist ja kein Bossgegner, den wir dadurch verpasst haben oder irgendwie sowas. Hallo? Hallo? Mein Gamepad funktioniert nicht mehr? Gar nichts funktioniert gerade mehr? Ich kann gerade nichts mehr machen? Ah, jetzt. Jetzt geht's wieder. Also irgendwie, ich weiß nicht, was hier technisch gerade los ist. Und der Encoder ist auch gerade komplett überlastet gewesen. What the hell? Weird. Naja, okay. Davon lassen wir uns jetzt mal nicht aufhalten. Ja, und wie ihr sehen könnt, eben bin ich schon mal an dieser Meute hier gestorben. Weitere Missfeature down. Warum ist der Encoder jetzt gerade wieder immer überlastet? Muss ich die Vorschau wegmachen? Wahrscheinlich muss ich die Vorschau wegmachen. Also wirklich, gerade ist technisch echt hier wieder Party angesagt. Aber naja, was soll man machen? Tut mir leid, aber irgendwie scheint das gerade ein bisschen verflucht zu sein. So, Schüsseldorf. Wo geht's hier denn weiter, Jungs? Hier oben? Na, immerhin ist da unten eine Kiste. Eine Stim-Kiste, glaube ich sogar, wenn ich mich erinnere. Oh, ich wollte doch nur die Kiste da haben. Das ist doch alles gemein hier. Okay. Spinne down. Apropos Stim. Ah ne, das ist keine Stim-Kiste. Das ist nur so eine hässliche. Schade. That's a shame. Wo müssen wir denn jetzt lang? Oder? Da. Oder doch da lang. Kommen wir nicht von hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also hier ist jedenfalls eine Kiste, die bringt uns aber nicht viel.
Also wirklich. So. Okay. Ja, mein schönes Nachtecho. My sisters used to call their leader Mother. She used powerful magic. Whoops. Ich glaube, die ist Mother 1000 oder sowas. Die kommt in The Clone Wars vor. Da sieht man auch so die Story von Maul und Savage Press, also sein Bruder und so. Das ist echt ganz cool. Also generell so dieses Konzept von Dathomir und so ist echt ganz nice. You will fall before us. As we draw it. So. Come, fight me. Move in closer. Brothers, aid me. How could he do that? Schon fragen, ist der Typ tot? Weil hat sich schon fast so angehört. Alter. Goodbye. Okay, da bin ich. Well, that was easy. Was ist das? Da können wir aber noch nichts mitmachen. Feuer flechten. Okay. Also hier lang. Alter. Okay. Abkürzung freischalten und weiter müssen wir hier lang. Einmal den Weg hier lang. Durch die Dunkel. Lol, wir haben mittlerweile 3 Fähigkeitspunkte wieder angesammelt. Absolute Ehre. Was haben wir denn als Auswahl? Maximale Macht. Gruppen verlangsamen. Ja, das sieht ziemlich stark aus. Machtanzeige wird voll aufgeladen, wenn wir einen Stem benutzen. Mächtig Magnet. Darf ich mir das vorstellen? Ah, okay. Ja, theoretisch könnte man die Fähigkeit ganz gut kombinieren mit der hier. Weil wenn alle um einen rum sind, dann macht man erstmal den. Weil die hier halt auch lustig aussieht. Ah, wobei, erhöht jeden Lichtschwertschaden. Das klingt halt auch geil. Komm, machen wir mal das. Einfach mal einen simplen Bonus gegen für ein Damage hier. Das ist doch eine nice Sache. Okay. Bosskampf. Würde ich sagen. Auf in die Höhle des Löwen. Das ist gerade nochmal so gut gegangen. Also ich glaube, jetzt kommt hier der Vogel rein und die Halle hier sieht auch sehr verdächtig aus. Wait up. It might be dangerous. Interagieren. Oh, bei dem
Vieh habe ich ein bisschen Angst. Das muss ich ehrlich gesagt zugeben. So nett. Dann wäre ich irgendwas. Alter. Können wir eigentlich von dem Vieh irgendwas blocken oder müssen wir einfach mal allem ausweichen? Das wirkt so ein bisschen so auf mich. Oh nein, wieder. Nein, wieder die falsche Sache gemacht. Ich bin so dumm. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Nee, 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 nee. So nämlich. Alter, das Vieh ist das tot. Lol. Okay. Nee, 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 nee. Den machst du nicht normal mit mir. Oh lol. Oh lol. Ja, wenn du einmal von dem Ding gehittet wirst, dann wirst du zweimal gehittet. Kannst du ja gar nichts gegen machen. Hä? Ich bin in die Luft gesprungen. Ja, schön, dass er Angriffe aus allen Richtungen blocken kann. Wenn der so ein Shit nicht blocken kann, dann bringt mir generell Blocken irgendwie nicht so viel. Also. Ja, merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Es lief ja. Bis zur Hälfte ungefähr ganz gut soweit. Ich merke irgendwie bloß nicht so viel von dem erhöhten Lichtschwert-Damage. Ich will gar nicht wissen, wie wenig Damage man macht, wenn man den nicht hat. Ah doch, man kann joggen, okay. Na komm mal her, Kleiner. Okay, Heavy Attacks auf den Kopf, die bringen's voll. Nein! Das war knapp. Ich gehe einfach wie so ein Stier hinter ihm her. Hä? Das war geblockt, Bro. Okay, okay. Ich dachte, er macht wieder seine hässliche Geschichte mit dem Bodenwellen. Da reg ich mal auf.
hat besser funktioniert. Kannst halt nicht schwingen und ausweichen. Das geht halt nicht. Das ist so dumm. Oh lol, der war unfair, Bro. Keinen zweiten Hit. Interessant. Ah ja, okay. Haut jetzt ab. Alles klar. Alles klar, Bro. Verzieh dich mal. Das ist meine Hut hier, hä? I think it's gone. Ja, noch. Ja, mit Revans Outfit sieht man das natürlich jetzt nicht so viel. Kletterklaue. Schön schnell. Hüpf. So, da sind wir. Ab durch die Lücke. The strongest Night Brothers faced a rite of passage by venturing into the lair of this creature. Initiationsritus. Brauche ich jetzt nicht so unbedingt, bin ich ehrlich. Oder bin ich early? So. Erstmal hier schön full healen. Weiß nicht, ob der hässliche Vogel das nicht auch kann. Und dann geht's da lang. Ab an die Feuerranken. Scheiße. Stay low, buddy. Oh, nein. Gorga. Nee. Gorgara. So. Wer einfach Damage von den Steinen bekommt, gefällt mir. Ich kletter schneller als du. Okay. Mundbruch. Oh, ich erinnere mich an die Stelle. Jetzt müssen wir den treffen, ne? Oh, das war nervig. Da erinnere ich mich noch dran. Zack. Hä? Ich habe LB gedrückt und war auf ihn. Gut, jetzt. Haben wir ihn gecatcht. Einen großen Fang gemacht. Würde ich mal sagen. Ja.
Ab nach Mappen Süd. Okay. Ups. Wir tun mal so, als ob das nicht passiert wäre. Bam. Alter, wie das Vieh leidet, ne? I could say the same for this creature, though. Tja. Hätte sich nicht mit uns anlegen sollen, ne? So, mäßig. Betrete die verfallenen Ruinen. Okay. Also hier lang. Ja, was soll ich sonst machen? Mich treffen lassen? Bist du behindert? Naja, wirkt nicht so, als ob du stoppen würdest. Eher fängst du damit an, aber okay. Das ist wohl eine Perspektivfrage. Ah ja, übrigens, das mit dem Behindert tut mir leid, das meinte ich natürlich nicht so, nicht das irgendwie. Ich mag das selber nicht, wenn man das Wort als Beleidigung benutzt. Deswegen, ja, nicht so falsch verstehen, bitte. Manchmal sagt man Dinge aus Reflex, die jetzt nicht unbedingt so gemeint waren. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter, bitte? Also, okay. Gut, einmal nach oben. That's the bridge into their village. I doubt they expected us to come back. Still, there's gotta be a stealthier way in. Na ja, hier, oder? Lösen wir den Lachs von hinten auf. Oder von unten, besser gesagt. Honestly, I had no idea this was here when I pulled the bridge down. I just wanted to see what would happen. Like you and the cutter on the sheik. Okay, hier haben wir ein paar XP. Ehre. Die Kiste, die wir schon mal geöffnet haben. We have sacrificed too many. He's too dangerous. We should kill him. No, we take him to Brother Viscus. He's too dangerous to be left alive. Ja, die werden wahrscheinlich von dem Wanderer reden. Von wem auch sonst? Weil uns haben sie ja nicht gefangen genommen. Nicht sneaky ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Gut. Meditationspunkt, immer eine nice Sache. Immer nice zu meditieren. Gut. Da unten lauern die Hunde. Gut, zwei Bogenschützen direkt erstmal aus dem Spiel genommen. One-Hit, das ist nice. Ja, nicht nur high. Ich kann auch schnell jumpen und schnell mit dem Lichtschwert haben. Sehe ich anders. Wo bist du überhaupt, Bro? Weißt du, du insultest mich? Aber kannst nicht mehr treffen, du Noob. So. Ich werde diesen Würfel für irgendwas brauchen. Die Frage ist, wofür. Wahrscheinlich, um da hochzukommen, nehme ich mal an. Okay, jetzt kommen wir da nicht mehr, hoch. Müssen wir die Treppe nehmen. Unehre. Unehre, Unehre. Aber warte mal, hier hoch können wir ja auch so gehen. Brauchen wir den Würfel nicht für. Dann gehen wir hier weiter. Warte mal, von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Ah, da oben ist noch so ein Würfel, sehe ich gerade. Unterholen? Unterholen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Das Ding ist. Wo sollen wir denn. Ah. Wahrscheinlich da hoch. Wo der Bogenschütze eben war. Okay. Dann mal darüber mit dir. Ah, lol, da geht's durch. Okay, wir werden das mal trotzdem probieren, ob wir da jetzt hochkommen oder ob uns das irgendwas hilft oder bringt. Ah ja, nice. Ah, outmaneuvered, bitch. Okay. Dann mal schnell weiter. Weißt du, er versucht mich zu überraschen, aber trifft mich nicht. Absolut der Ehre. Erstmal wieder Pikes Pegeln. I grow tired of waiting for instruction from the sister. This intruder must be dealt with. You fear our might. Nee. Das ist eine Lüge. Eure Macht fürchte ich nicht. Da vorne rechts, sagt mein Navi. Ala. Navi hat recht. Weiter. Guck mal, hier waren wir überall. Und da hinten irgendwo ist die Mantis. Oh, das war knapp. So. Einbrecher? Nö, als Einbrecher würde ich mich nicht sehen. Ich bin ein Besucher, der euch einen herzlichen Besuch abstattet.
ganz viele Seile hoch. Warum nicht? Dal, have you found the tomb? Close, but Dal will sidetracked. Greaves is acting strange. He swears he saw someone outside the mantis. Dathomir's getting to him. Pretty sure that's who he is. Are you all right? I'm not seeing things, so... Yes? I'm coming out of the Night Brother village now. Hoping to get back on track. Sounds like you're handling yourself. Yeah, BD and I got this. Wo kommen wir denn hier raus? Kommen wir da weiter auf den richtigen Weg oder ist das jetzt komplett dumm, was ich hier mache? Das scheint eine Abkürzung oder sowas zu sein. Ja, die Codierung ist wieder überlastet und die Grafikkarte hat 50% Auslastung. Keine Ahnung, wo die ist, wirklich nicht. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen Schluss für diese Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge zu. Und ja, bis dahin sage ich... Ciao.